So, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Eternal Sonata. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Suche nach dem Zauberbuch. Ja. Wir haben das Zauberbuch schon längst. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das ein Item ist, das ich anziehen kann. Oder dass das in der Truhe ist. Deswegen, habe ich überhaupt nicht geschaltet, als ich dieses Item bekommen habe. Weil ich damit gerechnet habe, dass das ein Schlüssel-Item ist. Ja. Glücklicherweise ist mir das relativ schnell aufgefallen. Ich hatte ja gesagt, ich will ein bisschen leveln. Ich habe gar nicht so viel gelevelt. Ich bin im Grunde den Weg einmal zurückgelaufen und dann ist mir plötzlich, bin ich an dieser Truhe vorbeigekommen und dann ist mir plötzlich eingefallen, dass ich da ein Zauberbuch rausbekommen habe. Und dann saß ich da auch nur so. Manchmal bist du so dumm, du solltest... Ey, nee. Okay, das war echt ein bisschen peinlich. Ja. Kann man nicht anders sagen, aber das müsste das Zauberbuch sein, das er haben wollte. Gucken wir am besten mal. Ich hoffe, ich bin richtig. Ja. Okay. So, das müsste deins... Ja, das war's. Oh, ich bin so doof. Wir haben das Zauberbuch dabei. Zauberbuch übergeben. Schade, das ist so schön gewesen. Oh, ja, genau das. Danke. Jetzt werde ich nicht rausgeschmissen. Rausgeschmissen? Oh, vergesst es. Jedenfalls habt ihr die Probe bestanden. Mein Glückwunsch. Wie er die Hand ausstreckt, so... Ja. Aria-Tempelschlüssel erhalten. Danke. Aber ich leihe ihn euch nur. Verliert ihn nicht. Natürlich. Würden wir doch niemals wagen. Okay. Oh, Entschuldigung. Das geht ja gut los. Dabei bin ich eigentlich überhaupt nicht müde, aber hey. Okay. Das heißt, wir müssen die Strecke nochmal zurücklaufen. Ich meine, das hätten wir sowieso gemusst. Ärgerlich ist nur, dass wir die ganze Strecke letztes Mal, also in der letzten Aufnahme, ist ja schon einmal bis zum Tempel gerannt sind. Ja, ich habe einfach damit gerechnet, dass das irgendwo mitten auf dem Fußboden liegt. Und selbst obwohl das sogar Zauberbuch hieß, habe ich nicht geschaltet, weil ich das ausrüsten konnte. Das, merke ich mir dann fürs nächste Mal, damit ich mich das nächste Mal dann nicht auf so grandiose Art und Weise blamiere. Ja, passiert. Naja, okay. Ansonsten ist aber eigentlich nicht viel passiert. Ich habe, also levelmäßig jetzt... Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Level ich überhaupt dazu bekommen habe. 2 oder so. Aber auch nur für die beiden oder ich habe keine Ahnung. Also Fakt ist jedenfalls, Polka und Viola sind als Heiler momentan echt beide sowas von nicht zu gebrauchen. Weil Polka kann sich überhaupt nicht mehr selber heilen. Das ist so kacke, weil sie immer noch ihren Anfangsheilzauber gehabt hat da. Oh. Und Viola hat auch diesen Heilzauber vom Anfang. Der war zwar ganz cool damals, aber mittlerweile sind die alle vom Level her so hoch und von den HP her haben die einfach so viel, dass es überhaupt nichts mehr bringt. Jetzt ist Frederick unser einziger guter Heiler. Das heißt, ja. Frederick, du musst jetzt tapfer sein und uns alle heilen. So. Nein. Cool, ich hab's geschafft, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ihr fragt euch jetzt, warum ich den Viechern ausweiche. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass wir die letztes Mal schon alle platt gemacht haben. Und ich eigentlich keine Lust habe, jetzt nochmal in alle Viecher hier reinzulaufen. Ich mach das zwar sonst eigentlich, ja, das hat uns leider von hinten erwischt. How pitiful, you soulless creatures. Doch nicht. Okay, ich dachte, das hätte uns von hinten erwischt, aber dann nicht. Auch okay. Habe ich auch nichts gegen. Okay. Also mit Polka hatte ich hier teilweise echt Probleme. Weil sie halt immer so... Weil sie halt selbst immer fast gestorben wäre. Das hat echt so genervt, aber gut. Ich werde jetzt erstmal Frederick als Heiler behalten, das... Geht mir gerade auf den Keks sonst. Da habe ich jetzt gerade echt keinen Nerv drauf, die ganze Zeit Schiss zu haben, dass mir der Heiler abkratzt, weil sie sich nicht selbst ordentlich heilen kann. Das ist echt nervig. Deswegen werde ich... Wahrscheinlich wird Frederick zum Schluss ein bisschen überlevelt sein, aber es ist mir auch völlig egal inzwischen. Also irgendwie ist das jetzt auch nicht so wichtig. So, Legretto und Jess habe ich eigentlich gerne im Team. Diese Viecher, sind die schnell? Diese Sprites?
Lalalalala, du siehst mich nicht. Lalalala, lalalala, la. Ihr seht mich alle nicht. Lala. Okay. Wenn man den Viecher ausweicht, geht das so schnell. Natürlich mache ich mir das nicht zur Angewohnheit, aber wir haben die Viecher hier alle schon mal besiegt. Ich habe echt keinen Bock, nochmal in jeden einzelnen reinzulaufen. Ich werde ein paar wahrscheinlich nicht ausweichen können. Oh Gott, der ist aber schnell. Geh weg, lass mich in Ruhe. Ich will nicht kuscheln. So, da ist der Aria-Tempel. Der sieht ja echt irgendwie witzig aus, ne? Wer kommt auf die Idee, so einen Tempel zu bauen? Okay, jetzt sind wir schon wieder da. Nichts passiert. Wir haben das Zauberbuch brav abgegeben und ich habe auch überhaupt nicht gefailt und das können wir auch alles vergessen, richtig? Ja, ich speichere mal eben. Sicherheitshalber. Ich meine, man weiß ja nie, was da plötzlich kommt. Ich meine, sagen wir wissen jetzt so viel. Da ist irgendeine Person war da. Und da kann Allegretto noch so sehr sagen, ach, da war schon nix. Ich finde das sowieso immer geil, wie in jedem Videospiel irgendjemand sagt, ich hab da was gesehen und alle anderen sagen, ach, das war bestimmt nix. Anstatt das mal ernst zu nehmen. Ich hab das Gefühl, dass es Rumba ist. Ich meine, wer soll auch sonst sein, oder? Oder Mazurka, aber was macht Mazurka hier? Ich hab keine Ahnung. Huch, sie war gar nicht verschlossen. Natürlich war sie verschlossen. Wir waren vorhin da ging die nicht auf. Hey, du hast recht, sie ist offen. Obwohl die Person, die Polka gesehen hat, die Tür geöffnet hat. Ah, egal, gehen wir rein. Aber jetzt haben sie es wenigstens mal gepeilt. Oh Gott. Das sieht sehr faszinierend aus. Von hier aus können wir eine Etage höher gehen. Was sollen wir tun? Warte eine Sekunde, gleich. Ich will noch einmal kurz gucken, ob hier rechts vielleicht noch irgendwas ist oder ob man hier so hinter kann. Oder ich habe keine Ahnung. Nee, hier kann man nur hoch. Okay, dann gehen wir hoch. Das ist ja auch witzig, so diese Beam-Dinger. Da ist irgendetwas. Ist das ein normaler Gegner oder ist ein Boss? Die steht da so, so breit und fett im Weg. Was ist das? What? Was geht denn hier? Was geht denn hier für ein Film? Ich gehe jetzt erstmal hier rum, bevor ich in diese ganzen Monster da reinlaufe. Was machen die hier? Was geht denn hier schon wieder? Hilfe, Hilfe. Okay. Greifen die mich nicht an? Doch. Ich wollte gerade sagen, also irgendwas ist hier doch komisch, oder? You foolish creatures. Ich wollte doch gerade gemeint haben. Irgendwie finde ich das seltsam, dass die uns überhaupt nicht angreifen. Ich meine, die anderen haben uns ja gerade überhaupt nicht beachtet. Die haben uns irgendwie, obwohl beachtet schon, die haben uns alle irgendwie angestarrt. Was an sich schon irgendwie creepy ist, aber... So. Die halten ganz schön was aus. Ich hoffe, die machen nicht so viel Damage. Autsch. Autsch. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich nicht verteidigt habe. Weil ich zu blöd dafür bin. So, heilen. Ich liebe Frederick als Heiler. Das ist so cool, einfach nur, wie viel er so heilt. Okay. Die Viecher sind schnell, das können wir uns schon mal merken. Ich mach den auch mal platt und guck jetzt mal, keine Ahnung, was hier so ist und wer hier so ist und ob hier vielleicht Truhe ist oder ob irgendwas passiert, wenn wir den wegmachen oder die wegmachen. Bisher finde ich das hier alles sehr seltsam drin. Ich begreife nicht, warum dieser Schwabenstreich ständig daneben geht. Die halten in der Dunkelheit weniger aus. Wenigstens glaube ich, das waren dieselben, oder? Also dachte ich jetzt gerade wenigstens. So. Weil der hier hält relativ viel aus. Aber nicht genug, um das jetzt zu überleben. Nein, definitiv nicht genug. Bam. Da stand gerade Harmoniekette, ne? Ja, ich habe nicht gedrückt, ups. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, weil das Vieh wäre eh gestorben. Aber das... viele haben von euch haben versucht, mir zu erklären, wie das funktioniert. Und vielleicht habe ich es jetzt geschnallt, deswegen sollte ich das eventuell mal ausprobieren. Damit ich es irgendwie im nächsten Bosskampf oder wenn es mal irgendwie ernster wird, dass ich das dann auch hinkriege.
Kann ich... Da ist irgendwas. Dich mache ich mal weg. Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Die will ich haben. Das ist echt... Ich weiß immer nie... Ganz wenn am Anfang des Kampfes, wer jetzt anfängt zu laufen sozusagen. Das weiß ich irgendwie nie. Und dann, wobei ich sollte mir eigentlich mittlerweile merken können, dass Frederick von diesen dreien immer der schnellste ist. Ha! Tut mir leid, ich war gerade ein bisschen stolz darauf, dass ich es geschafft habe, dich zu verteidigen. So, mal gucken, ob das... Nö. Schade. Aber es war knapp. So, Jess hat auch ein Level-Up und Frederick kriegt auch schon bald wieder ein Level-Up. Boah, Jess ist echt übel mit seinen LP und dem Angriff und allem anderen. Was zur Hölle? Ist das jetzt runtergebeamt worden oder hoch oder... Ah, okay. Das ist da, wo wir gerade eben waren. Das ist ja witzig. Also, dann mache ich die Monster besser alle platt. Das scheint dazu für zu sorgen, dass seltsame Dinge geschehen. Zum Beispiel, dass Schatztruhen in der Gegend rumgebeamt werden. Was ist da drin? Orakelstock. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben wir den schon gekauft? Isabel, das wird immer noch bei Status gemacht, egal wie seltsam du das auch finden magst. Nee, genau, Goldtaktstock. Aber der war blöd, weil der Ausbruch hatte. Deswegen habe ich den auch gerade nicht angewendet. Aber Magie plus 7 klingt richtig cool. Für Frederick wenigstens. Okay, was passiert denn? Ah, ich will immer nicht in einen neuen Bildschirm laufen. Das sieht man in diesem Dungeon ein bisschen schlecht. Ist hier Eis? Kann ich hier wieder hoch? Nö. Einmal runtergerutscht, kommst nicht wieder hoch. Okay, hier ist eine Treppe. Ich weiß nicht wirklich, wo diese Treppe hinführt. Ich gehe mal einfach ein bisschen. Ne, die führt schon irgendwie in ein ganz anderes Stockwerk, da will ich noch nicht hin. Ich dachte, vielleicht wäre da irgendwie, keine Ahnung, so ein, keine Ahnung. Ist da irgendwas eingefroren im Eis? Ich wollte gerade sagen, irgendwo ist hier doch ein Gegner, ich sehe doch den Schwanz. Gott, meine Stimme ist heute wieder... Was ist mit Frederick passiert? Da stand doch Magie plus 7, aber nichts von dunkel irgendwas, oder? Aber der ist in so einem dunklen Teil eingehüllt. Na toll, das bedeutet, das ist auch wieder schlecht. Gott, ey, Entschuldigung. Mein Hals bringt mich irgendwann nochmal um. So. Dann ziehe ich das Ding aber auch wieder aus. Ich meine, das ist auch irgendwie wieder Kacke. Ich meine, da stand da das irgendwas? Ich hab da... Hä? Das stand da doch nicht. Oder? Ah, guck, und da kriegen wir das jetzt, okay. Vielleicht greifen die uns deshalb nicht an, weil das sonst zu einfach wäre. Dass man das entdeckt so. Weil viele sind dann vielleicht eher so nach dem Motto, okay, dann, Wortfindungsstörung. Okay, dann weiche ich einfach allen Gegnern aus, wenn die mich nicht angreifen. Wenigstens habe ich das gelegentlich, also mal so in irgendwelchen Let's Plays, habe ich teilweise echt das Gefühl, die rennen einfach alle nur an den Gegnern vorbei, sobald die Chance zu haben. Stock eines Propheten, der ins Exil musste, weil er die Zukunft vorhersagte. Da steht nichts von Dunklers Schlag mich tot, oder? Das steht da nicht. Aber das macht das. Der ist blöd wegen dem Ausbruch. Dann nehmen wir halt den. Wenn das jetzt wieder weg ist, dann war es definitiv der Stab. Man, was soll das sonst gewesen sein? Ich meine, es wird wohl nicht das Wetter gewesen sein oder keine Ahnung. Ich meine, dieser Ort ist zwar seltsam, aber weiß ich auch nicht. Ja, komm. Anscheinend passiert ja immer was, wenn ich Monster platt mache, ne? Also kannst du dich schaden. Ja, jetzt ist es wieder weg. Wieso schreiben die das nicht da ran?
ist doch blöd. Ich meine, nur weil der Zauberer, den der Stock mal gehörte, ins Exil musste, bedeutet das ja noch nicht, dass man da gleich irgendwie, dass der Böse war oder so. Okay, Zukunft vorhersagen ist immer eher so ein bisschen problematisch, vor allen Dingen, weil die meisten Leute es einem dann einfach nicht glauben wollen. Oder irgendwelche anderen Dinge schlecht laufen. Zukunft vorhersagen ist eigentlich nicht gut. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Es gibt immer irgendwelche Probleme. Level up! Boah, du hast auch viel LP, Alter. So, wen kann ich denn jetzt noch ein bisschen mit ins Team nehmen? Die beiden sind immer noch... Obwohl, nee, jetzt ist Gavotte vom Level her... Quatsch. Isabelle? So. Mache ich das mal so. Aber hier ist jetzt mal nichts passiert. So. Hier steht ein Monster. Okay. Ich überlege gerade, also die Truhe ist da ganz rechts oben auf jeden Fall erschienen. Da müssen wir dann also gleich mal eben hin. So. Tschüss. Sie ist schön schnell, das ist gut. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht mehr, welche Attacken von ihr jetzt gerade Angriffsattacken waren und welche Verteidigungsattacken. Aber dieses Vollmondfessel ist auf jeden Fall eine Angriffsattacke. Okay. Gavotte ist schön schnell, genau wie Salsa. Das ist echt toll. Oh, guck mal, da ist ja auch mal eine Truhe gewesen. Ist ja witzig. Wo ist die jetzt? Die ist jetzt da oben. Interessant. So, geht's hier noch weiter oder ist hier jetzt vorbei? Da ist schon wieder ein Monster. Wieso steht da schon wieder ein Monster? Okay, wir gehen erstmal hoch und holen uns die Truhe. So. Wir müssen da ja irgendwie auch jetzt noch wieder rumkommen. Ich meine, über dieses Eis kommen wir offensichtlich nicht wieder hoch. Löwenrüstung klingt nach Jazz oder Legretto oder irgendwas. Ja, das dachte ich mir schon fast. Das ist, aber er hat auch... Ah ne, er kann diese Löwenrüstung tragen. Er hat 60er Angriff, 65, ja, mal gucken. Der kann es eher nicht tragen. Und du wahrscheinlich eher auch nicht. Nee, sie sowieso nicht. Ich guck trotzdem immer nach, frag mich nicht warum. Sie sowieso nicht. Genau. Und er kann das tragen. Ja, für ihn ist es komplett besser, dann nehmen wir es so. Okay, halten wir so.